Da sollte einer in der Nähe hier irgendwo bei No Man, beim No Man's Land sein. Was hat's eigentlich mit diesem da auf sich? Keine Ahnung. Ach ja, ich kann ja noch ein paar Kisten hier einsammeln, die wir das letzte Mal nicht mitnehmen konnten. Da habe ich auch eben was gesehen. Noch ein Flair. Okay, das hätte mir gegen die beiden aber auch nichts gebracht. Ach, und da komme ich wieder. Da sind er. Ich wusste doch, da war schon mal so ein Viech. Ah, schade. Gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Wie kommen wir an die Kiste? Ah, der Busch. Okay. Das ist die andere Seite zu der Höhle, wo wir gerade waren. Das müssen wir nicht. Gib mal her. Dum, 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 dum. Das können wir jetzt auch wegmachen. Wir haben ja jetzt einen Hammer. Na? Gibt dabei noch ein paar Schätze. Das Ding haben wir schon mal besiegt, die Kisten da. Sind geplündert. Da ist ein Slimehasi. Hier sind auch geplünderte Kisten. Da unten ist noch eine Kiste, an der ich noch nicht war. Aber ich komme von. Nee, man kommt ja von der Seite, glaube ich, nicht dran. Da ist so ein Glitch. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich an so einen Glitch will. Wie komme ich da rein? Oh, ist das süß hier. Ich glaube, wir sind hier irgendwo hingeraten, wo wir nicht hin sollten. Meinst? Irgendwie voll niedlich. Aber wieder so lauter Glitsche drin, wie auf dieser einen anderen Insel, wo wir mal waren. Aber nicht ganz so düster. Ach, das ist doch nur ein Geheimlevel. Aber es sieht nicht so aus, als wäre sie so beabsichtigt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier eigentlich sehen sollten. Naja, schauen wir mal. Hallo Katzi. Okay, die sind neu. Das sind Glitsche von diesen Metall-Idols. Die aber nicht viel aushalten. So eine Fledermaus hatten wir schon mal gefangen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir. Mit 150 HP, wie soll ich denn die fangen? Ah, okay, die haben eine höhere Resistenz als erwartet. Okay, wollte nicht. Und der nächste Sniper down. Naja, noch nicht erreicht. Okay. Sie brennen gut, dann kann ich doch bestimmt auch Feuer drauf machen. Ah, jetzt habe ich den einen aus Versehen getötet. Der ließ sich jetzt fangen. Grauer Pixel. Okay. Und einer in Riesenversion. Ach du meine Güte. Riesenpixel. Nur so wenig HP, aber voll übelste Defensive. Ach du meine Güte. Okay. Interesting. Da die Katzen sind schon tot. Der steht noch. Kriegen wir ihn damit tot? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das hat gereicht.
Wir haben es überlebt. Oh, nochmal so ein Chip. Die sind mir gerade beim Forgen ausgegangen. Noch eine Knarre? Ja, warum nicht? Okay. Kann hier so rumlaufen. Ich dachte, man kann nur auf dem Grünen laufen. Noch mehr Zeugs. Da ist eine Kiste. Ist auch irgendwie mal so eine Kiste hinter den Säulen versteckt? Nein? Kann mir nämlich gut vorstellen. Nee. Okay. Das sieht auch... Ist auch ein grauer Pixel, aber ist auch nur eine andere Form von einem Idol. Drei Wellen von euch. Ach. Okay. Und dann diese alte Stilmusik. Oh. Der ist aber verkehrt herum. Eine von den Fledermäusen war, glaube ich, auch verkehrt herum. Das letzte Mal. Na, da haben aber nicht alle Schüsse getroffen. Das war doof. Jetzt hat er mit der Blitzresistenz gerade doch mal Vorteil. Gegen die hier. Der ist Bock. Nächste Welle. Zwei in ganz groß. Eieieiei. Noch mehr Pixel. Och komm. Hättest du doch mal treffen können. Na, das Valkyren-Maschinengewehr ist nicht ganz so gut gegen die. Jetzt triff mal bitte. Danke. Der Bildschirm glitscht. Aber das ist Absicht. Bei dem Abschnitt, glaube ich. Tschüss. Danke für die SP und die XP und die AP. Bei AP brauche ich irgendwann, glaube ich. Habe ich alle schon ausgemacht? Ich glaube nicht. Toast. Ja, dann haben wir die. Was ist bei dir noch? Oh, okay. Ich glaube nicht, dass der so gehört, der Pixel. Dieser Mist hätte es nicht mal an den Testern vorbeigeschafft. Was haben sie sich nur dabei gedacht? Tja. Diese Monstrosität hat ein paar interessante Defensen. Die meisten unserer Attacken wirken hier gar nicht. Okay. Nur bei einem von denen steht auch wirklich Goldfisch dran. Interesting. Oh Gott, oh Gott. Okay, das heilt den. Das war nicht gut. Der eine Goldfisch ist tot. Wie war... Ah, es steht zwar Goldfisch da, aber es ist kein... Kein Fragezeichen für Goldfische, wie ich sie schon mal hatte. Wow! Wir sollten uns zurücksehen. Wir sollen hier, glaube ich, gar nicht sein. Ja. Der erste ist schon tot. Ja. Das mit dem Rückzug halte ich für eine gute Idee. Aber so einen fiesen Gegner hatten wir das letzte Mal auf der anderen Karte auch. Muss ich echt auch noch mal genauer hingucken. Funktioniert vielleicht ähnlich wie der Glitch im vierten. Der immer eine mächtige Killattacke hatte.
Aber dann brauche ich wirklich. Ich müsste mir mal echt die Wiederbelebung holen für Anna. Nicht Anna. Quatsch. Für Natalie. Da war irgendwas mit einem Skill. Wow. Eure Gesichter. Wenn wir da durch die Treppe gehen, kommen wir in ein verglitschtes Greenwood. Jetzt sind sie wieder normal. Okay. Hey. Danke dafür, dass du dich freust, dass wir einen Floß jetzt haben. Okay. Ich habe da eine Kiste übersehen. Schande über mich. Noch mehr Zeug. Nee, also die Glitches sind ja echt fies. Na gut, dann holen wir uns. Es war, glaube ich, schon eine Quest von irgendwem. War das der vielleicht? Der wollte, dass wir seinen Brief zustellen. Aber ich weiß nicht mehr, wohin. Irgendwer von denen hier, ich glaube, die war das, wollte uns einen Wiederbelebungsskill geben. Wir haben die Dinger ja jetzt alle gefunden. Wo ist denn die Karte? Da ist einer. Da über uns. Da ist einer. Da ist noch ein unerledigter Quest. Muss irgendwer von denen sein. Da ist der Typ. Aha. Helping Hand. Ein Windskill. Den können wir dann mal unserer Magierin geben. Aber das war nicht der, den ich haben wollte. Ich bin mir sicher, hier irgendwo war es jemand. Jau. Nee, das ist der hier. Belebt einen Gefallenen wieder und gibt Auto-Revive an Lebenden. Den wollte ich haben. Ja, damit. Skills, Natalie. So. Und was war das? Heilige Magie, die Dispel auf ein einzelnes Ziel zaubert und ihren magischen Angriff debufft. Ich kann tatsächlich sogar mal jemand anders haben. Ich habe hier noch ein paar Sachen zu verteilen. Das kann ich dir noch geben. Du könntest tatsächlich... Oh! Da ist die Sawblade abgeblieben. Du könntest den Dispel haben. Wir haben aber auch Dispel All. Anna, das müsstest du mir mal bitte hergeben. Und das auch. Ja, ich beschränke mich gerade wirklich nur noch auf die drei Charaktere. Aber hey. Evade Buffen ist gut. Das ist eher was für jemand anderen. Sie hatte, glaube ich, nichts mit Bio. Dann kann sie das haben. Boop. Ach, das kann sie gar nicht lernen. Vielleicht können ja nur die Männer. Dann macht sie Erdmagie. Noch ein Debuff. Na, da kriegt sie den Dispel. Dann hat er die Sachen, die Debuffs. Und die Sawblade. Okay, das kann tatsächlich nur die drei nutzen.
Ah, na gut, dann kriegt er dich. So. So, ist noch irgendwas nicht verteilt? Nee, gut. Limits können wir noch verteilen. Dann können wir ihm noch Tsunami geben. Und, nee, mehr optionale Limits hatten wir noch nicht. Die Limits hier oben, die gehören ja zum Charakter. Aber ey, jetzt können wir wiederbeleben. Gleich mal Punkte reinstecken, ey. Es belebt aber trotzdem nur einen wieder. Macht aber Auto... für 5 Runden. Auto Revive. Das ist schick. Jetzt verbrauchen wir nicht mehr so viel Kaffee. So, das können wir dann auch mal aufpumpen. Wir haben ja so viele Skillpunkte, dann halt es auch mehr. Ich glaube nicht, dass ich das benutzen werde. Neutrale Magie, normale Attacke. Der hält dann mehr Runden. Ja, ist halt bei Bossen Unsinn. Macht halt bei Bossen nicht viel. Bringt dann bei Bossen nichts. Dies können wir noch machen, dann hält das länger. Die Limit Breaks buffen. Ich habe doch tatsächlich noch überall Potenzial. Dachte, ich hätte schon so viel durchgemaxt, aber doch nicht hier. Sieh mal an. Sawblade. Yes. Ignore. Nicht elementarer Angriff, der alle Gegner trifft. Ignoriert Defensiv-Buffs und kann das Ziel eventuell instant töten. Jetzt fehlt mir nur noch eine Waffe, die das zwischendurch mal vielleicht verursacht. Spawnt. Und dann bin ich happy. Dann bin ich happy. So, das langt. Ist so still hier in der Höhle. Wir gehen weiter. Na, da oben. Aber das war immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Das war jetzt gerade eher unbeabsichtigt zufällig. No Man's Land. Boop. Dass der Glitch genau gerade da gespawnt ist. Ah ne, der gehört so da rein. Okay. Aber hier irgendwo, wenn ich das richtig gelesen habe, soll der sein. Falsche Seite. Von den Bäumen. Was erzählst du? Oh, du gibst mir den Giga-Drill. Oh ja, gib den her. Das ist auch ein geiler Skill. Erdattacke. Hat hier jetzt aber in der Variante 2 Runden Cooldown. Ja. Ist aber eine geile Erdattacke. Die kriegt der Lens. Dankeschön. Dankeschön. Bumm. Gleich ein paar Punkte rein. Damit sich die 2 Runden Cooldown auch lohnen, so. Aber immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Schade. Da, ja doch, da kann man landen. Aber es bringt mir nichts. Da lag, glaube ich, einer von diesen Schädeln für Poseidon. Da kommt man per Warp hin. Strömungen sind ja alle weg, sehe ich gerade. Ach, weil wir den Kollegen besiegt haben, kommen wir jetzt an solche Stellen ran. Sieh mal an. Ist aber nicht, wo ich hin wollte. Das war's, glaube ich, was ich meinte. Ja, da wollte ich hin. Genau, optionaler Dungeon. Da wollte ich hin. Oh. Mineshaft Maze. So.
Frohes Verlaufen. Schauen wir mal, was hier unten so abgeht. Gehen wir mal nach rechts. Passiert nichts groß. Sollte ich mir das vielleicht sogar aufmalen? Ich glaube, ich male es mir sogar mal lieber auf. Ist nur die Frage, wie hat er den Ausgang positioniert? In der Mitte vielleicht? Bin mir nicht sicher. Aber die Wege, nee, die ändern sich nicht. Jetzt fängst du an zu reden. Aller gut. Jetzt redest du erst. Hättest du nicht gleich, nachdem wir an der Leiter waren? Na gut. Es ist Wochen her, seit er das letzte Mal hier unten war. Hier kramen seine Roboter nach Erzen und Erdölen. Und sie haben wohl auch schon eine Menge erreicht hier unten, ja? Wie weit gehen diese Tunnel? Gibt es hier unten Monster und irgendwelche Schätze? Hm. Weiß er nicht. Einige der Maschinen sind hier entweder jetzt total durchgerostet oder durchgedreht. Hm. Vielleicht stoßen wir auf ein paar, vielleicht auch nicht. Oder wir werden mal sehen. Das werden wir jetzt sehen, wahrscheinlich. Denke ich mal. Ich versuche mir da jetzt ein Raster zu malen. Ich weiß nur noch nicht, wie groß die Karte ist. Das ist das Problem. Wie groß er die konzipiert hat. Hui! Es gibt garantiert auch schon Lösungen im Internet. Aber ich mal so gerne. So. Na, wenn der Stift auch mitmacht. Was er gerade nicht mehr ganz so wollte. So. So. Das hier ist eine Sackgasse. Na gut, Sackgasse nicht. Da geht es halt nach oben. So. Ich bin mal gespannt, ob das, was ich hier zurechtgekrakelt habe, reicht. Okay. Ich gehe mal nach rechts. Oh, wieder so eine Kreuzung. Alles klar. Ein Maschinchen. Könnte das sogar ein neuer Fisch sein? Ah, nee, ich habe euch so klein gar nicht erkannt. Euch kenne ich schon. Oh, ich kenne ich schon. Ihr wart eisempfindlich und Bombe. Okay. Eis hier. Na komm, also der eine... Heute noch. Danke. Meine Güte. Jetzt macht Sawblade auch keinen Sinn mehr. Schade. Und er wollte eh schon aufgeben. Boah. Ah, schade. Das sind leider nicht fangbar. Missile Launcher. Wir sollten nicht zulassen, dass die hochgehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn wir sie blockieren können? Indem wir sie blatt machen? Okay. Darf ich wieder? Danke.
draufhauen. Okay. Ist die Frage, gegen was? Das da ist wahrscheinlich der Countdown. Okay, eine habe ich weg. Das heißt, die geht nicht hoch. Und was ist mit der jetzt? Wenn das da hoch geht, auf grün? Was passiert? Sie geht noch nicht hoch. Kann ich dich ja noch schnell scannen, bevor ich dich kaputt mache? Zeig mal. Schockwellenbombe. Wenn sie hochgeht, macht sie Dispel auf jeden und extremen Windschaden. Man sollte sie zerstören, oder sonst wird es ziemlich ungemütlich. Ja, du. Moment, habe ich ihr nicht... Haha. Erst einen schönen Erdzauber gegeben und ihm auch. Und tschüss. Weil sie in der Erde steckt. Deswegen. Weil sie in der Erde steckt. Klar. Und schon wieder so eine blöde Kreuzung. Ich gehe mal nach unten. Okay, das ist das Gegenstück zu da drüben. Macht aber auch Sinn. Und schon wieder so ein Ding. Oh je. Ich gehe weiter runter. Da gibt es jetzt eine T-Kreuzung. Ich weiß ja nicht, ob das auf alle Roboter dazu trifft, aber wenn hier ein großer mechanischer Boss sein sollte, können wir seinen Spuren nicht durch den Tunneln folgen? Die würden uns doch vielleicht zu ihm führen. Das ist eine gute, eigentlich ein interessanter Punkt. Du siehst schlauer. Du bist schlauer, als du aussiehst, ja? Wenn wir Panzerspuren finden, können wir ihnen folgen. Ein Panzer? Wäre eine zweite Idee, sollte ich. Ist vielleicht nicht unbedingt erwähnenswert, aber eine Karte zeichnen sollte uns vielleicht helfen, wo wir schon gewesen sind. Die Idee hatte ich schon. Danke, Anna. Ich bleib mal bald weiter runter. Aha. Wie war das mit Panzerspuren? Panzerspuren? Ich glaube, in die Richtung macht es Sinn, oder? Dass diese Zacken in die Richtung ziehen? Garantiert. Aber ich will auch noch eigentlich noch nicht mit dem Boss kämpfen. Deswegen. Eigentlich will ich erstmal hier so abstecken, wie groß der Dungeon überhaupt ist. Okay. Wenn ich da hochgehe. Okay. Und wenn ich jetzt da hochgehe, müsste es einen Weg nach rechts. Ah ja, okay. Ach, guck mal an. Der Panzer ist ja hier vorbeigekommen. Interesting. Vielleicht hält er sich sogar im rechten Bereich irgendwo auf. Aber so eilig, ihn zu sehen, habe ich noch nicht. Es gibt doch bestimmt noch mehr hier zu finden. Außer Panzerspuren. Oh, die Karte wird doch größer als erwartet. Okay. 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 Bis dahin habe ich mein Blatt nicht weitergemalt. Moment. Yeah.
Aber wenn das noch mehr wird. Da kann ich das Blatt zumindest einmal ausklappen, aber dann ist auch Schluss. Schon wieder ein Kreuz. Könntest du bitte mal nach unten in der Richtung irgendwie aufhören? Nein, tut's nicht. Schade. Nochmal so eine. Gut, nach unten habe ich noch Platz. Aber nach oben, befürchte ich, habe ich die Karte etwas blöd auf dem Papier angesetzt. Wäre ihm aber echt dankbar, wenn er nach oben nicht so weit gehen würde. Ich spioniere mal weiter in die Richtung. Die Tunnel gehen ja noch ewig weiter. Ist es überhaupt möglich, sie alle zu erkunden? Doch schon. Denn wenn die Theorie einer runden Erde korrekt ist, an die er glaubt, müssten diese Tunnel doch in einer Schlaufe um die Erde herumgehen und sich irgendwo einfach wieder zusammenlaufen. Was ich aber nicht glaube, aber gut. Ob sie wirklich so weit gehen, weiß er nicht. Die Roboter sind nicht programmiert worden, dauernd Statusberichte zu liefern. Ja. Oh, es hört mal in der Richtung auf. Yeah. What? Wir sind wieder am Exit? Interesting. Okay, die gehen also wirklich... Die gehen also wirklich einmal rum. Interessant. Aber dann will ich jetzt doch... Jetzt gucke ich doch mal nach, ob es hier irgendwie doch noch Loot gibt. Weil dann wüsste ich nämlich gerne, wo der ist. Mineshaft Maze. Es soll ja auch noch Puzzle geben. Oh Gott. Aber ein sich wiederholendes Labyrinth, das ist schon gemein. Es gibt Kisten. Okay. Es gibt tatsächlich Kisten. Alles klar. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich mir das drapiere. Dass ich euch auch weiter im Auge behalten kann da drüben. So. Ich möchte mir auch nicht alles verdecken. Also, wenn ich vom Eingang aus, das ist hier, runtergehe. 1, 2. Aha. Dann muss es in der Richtung eine Kiste geben. Ha. So, das war eine Kiste. Mhm.
Und eine Kiste gibt es vom Eingang aus. Die ist etwas komplizierter zu erreichen. Gehen wir erstmal zum Eingang zurück. So. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Wenn ich das richtig verstehe, ist die hier. Jawohl. Her damit. Und dann drei Felder unter uns, aber etwas schwieriger zu erreichen scheinbar. Ja, weil das wird etwas schwieriger. Na? Weil das abgesperrt ist. Ah, okay. Hier führen diese Spuren jetzt aber in eine andere Richtung. Okay. So, schauen wir mal. Wenn ich vom Eingang aus 1, 2 hochgehe. Ah ja, dann komme ich an die anderen... Ups, da wollte ich gar nicht hin. An die anderen Kisten auf der linken Seite des Labyrinths. Wenn man es so nennen kann. 1, 2, 3. 1, 2, dann muss eine hier, ich komme von der Seite nicht ran. Ich muss erst 1 hoch und dann außen rum. Geht auch nicht. Bin ich falsch gelaufen? Oder verstehe ich die Karte? Falsch. Oh, Gegner. Hi. Checken wir erstmal dich aus. Kennen wir alle schon. Meh. Nichts Neues. Nichts Neues. Die sehen freundlich aus. Die sehen ähnlich freundlich aus wie die anderen Bomben. Funktionieren auch wahrscheinlich genauso. Sind die vielleicht auch damit Platz zu kriegen? Fast, fast. Ich brauche ein bisschen mehr Power. So. Sehr schön. Die geht aber noch nicht hoch. Erst nächste Runde. So. Na gut, sie kommt nicht mehr dazu. Bärchi macht das schon. Mein Glücksbärchen macht das schon. An einem T-Stück bin ich jetzt. Das müsste da sein. Nee, ist es nicht. Hä? Jetzt komme ich nicht mehr klar. Ah, okay. Wir haben das Exit wieder gefunden. Muss ich nochmal checken. Wie komme ich an diese Kisten?
Da er leider abgeschlossen ist, zumindest laut dieser Karte, komme ich nicht von der anderen Seite dran. Doof. Also rot kommt man nicht durch. Mal sehen. So ist das gemeint. Okay, jetzt habe ich es aber, glaube ich, verstanden. Das ist diese Kiste, genau. Und dann ist der Weg blockiert, genau. Und dann bin ich hier. Dann gehe ich jetzt durch bis zur Blockade. Das ist der blockierte Weg, genau. Da müsste ich doch eigentlich hier runterkommen. Und dann nach links. Nochmal nach links. Und nochmal nach links. Und danach müsste es nach unten zu der Kiste gehen. Nee, da geht's geradeaus. Was? Ich glaube, die Map stimmt nicht ganz. Hä? Ich will aber die Kisten haben. Verdammt. Diese Karte funktioniert nicht, die ich mir da rausgesucht habe. Nee, falsche Ziffer. Die Karte funktioniert nicht so ganz. So. Oh, diese Karte sieht doch viel besser aus. Diese Karte gefällt mir viel besser. Die benutze ich jetzt. Jetzt muss ich leider erst nur wieder nach Hause finden. Oder ich kann vielleicht erraten, wo ich bin. Weil ich aber eher wenig glaube. Hehehe. Auf so eine Kreuzung folgte so eine und dann folgt so eine. Ah, ich glaube, ich bin hier. Ein T-Stück, ein Kreuzstück, genau. Dann müsste hier. Genau, das ist die eine Kiste, wo ich schon war. Okay. Wenn ich also hier auf der Kreuzung. Darunter gebe es nur gerade kommen. Ihr wird langsam schlecht von der gedrückten Luft hier unten. Warum riecht es hier so schlecht? Das ist nur Petroleum, Schwefel und Rauch. Reicht das schon, um dich zu besiegen? Um dich zu besiegen? Na, sie kann nicht mehr richtig atmen, die Ärmste. Noch ein gerades Stück? Jawohl. Kreuz. Ein weiteres Kreuz. Noch ein Kreuz. Wenn ich hier jetzt nach oben gehe, soll es eine Sackgasse mit Gegner sein. Ja. Ist da was drin? Oh, schade. Ein paar Fallen. Kennen wir schon. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich das so schaffe, aber nein. Wollte ja leider nicht. Wasserskill haben wir jetzt da leider nicht mit. Ich verwende jetzt keine Limits an denen, das ist Verschwendung. Ja, gut.
Machen wir den Klassiker. Den Eissturm. Den mache ich immer gerne. Die einen heilen sich mit Bombe. Das sollte ich nicht tun. Ihr seid böse. Ja, ihr seid böse Geister. Deswegen ist auch Unlicht eine schlichte Idee. Machen wir nicht elementaren Kraft. Und der haut ordentlich rein. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Spiel war. Au, au. Okay. Harpunturitz verbesserte. Das gefällt mir aber nicht. Ha, Pech für dich. Darf ich wieder? Dankeschön. Ja, scannen wir erstmal. Anders kriegen wir Giga-Harpune. Anders kriegen wir die Einträge ja nicht. Wind wäre jetzt eine Option gewesen. Ha. Zu spät. Trotzdem ist es irgendwie noch sehr schwer, mit ihm was Gescheites zu machen. Naja. Die Sendung will Lili noch mal sehen. Die schadet beiden Leuten. Ich möchte nicht wissen, was das war. So. Wir hatten... Hatten wir den nicht ihr gegeben? Muss ich noch mal gucken. Ach ja, genau, der sieht ja jetzt so aus. Wir haben ihn ja weiterentwickelt. Also. Ach, die Harpunen stehen noch. Boostet sich. Oh, das wäre jetzt böse gewesen, weil sie sie jetzt genau wieder weggenommen gekriegt hätten. Den Genauigkeitsboost. Zack, 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 gib her. Das wäre jetzt von dem Wettereffekt sehr fies gewesen. So. Das war hier mit dem Gegner. Okay. Wenn ich jetzt da lang gehe. Und hier runter. Da stand ein Enemy, den wir schon geplättet haben. Wenn ich da runter. Darüber. Da müsste jetzt eins mit nach oben blockiert kommen. Genau. Und hier runter ist die eine Kiste. So. Die wollte ich haben, der Vollständigkeit halber. Wenn ich jetzt hier zurück auf diese T-Kreuzung gehe und dann runter. Fühlt sich so an, als wären wir schon seit Stunden im Kreis gelaufen. Können wir nicht vielleicht auch mal irgendwo ausruhen? Ich glaube, der Wächter oben hat gesagt, wenn wir irgendwo uns ausruhen, landen wir sowieso wieder am Eingang. Wenn wir das Ende finden wollen, sollen wir eigentlich lieber weitergehen. Okay. Ist sie nicht ganz so begeistert von, aber ja. Hier ist noch eine Kiste. Alles Zeug, das ich mitnehmen möchte. So, die habe ich aufgemacht. Die habe ich aufgemacht. Dann habe ich nur noch zwei Kisten in die andere Richtung. Was ist denn da der kürzeste Weg? Ich denke mal, wenn ich hier lang gehe. Das ist die mit der beschädigten Wand. Jetzt müsste eine gerade Strecke kommen. Genau.
Das ist so eins. Wenn ich eins jetzt nach oben gehe, müsste noch eine Kiste sein. Ha! Ja, damit. Wenn ich jetzt aber hier zwei runtergehe, dann hier rüber und eins nach oben. Das müsste die letzte Kiste sein. Oh, ein Stäbchen. Ein Zauberstäbchen für Natalie. Dann habe ich ein Puzzle und einen Gegner. Zwei Gegner, die ich hier noch nicht gesehen habe. Okay. Schauen wir mal. Ich will schon wissen, was dahinter ist. Na, wobei, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Da geht es zu einem Puzzle. Okay. Ah. Schauen wir uns mal an. Erst müssen wir uns an den Zombies und den Rock Sprites vorbei buddeln. Och komm, also die paar HP, echt jetzt? Hättest ja wohl doch sterben können, Kollege. Hm, Brezel. Tschüss. Während ihr da noch angreift, trinke ich kurz. So. Ein bisschen Wasser muss sein. Bei dem Wetter. Ah, sie ist stunt. Na gut. Hab mich gerade gewundert. Ich die halt natürlich geheilt. Nein, nicht weiter. Das halt die. Nein. Wasser ist gut. Geysir. Zack. Und tschüss. Sie hat leider keinen Wassergraben. Nee, mit dir hat man nichts Heiliges. Machen wir einfach. Na. Oh, knapp. Knapp. Gut. Hi. Mach ich mir die Mühe, dich zu. Ach, ihr seid so schwer zu. Zu fangen als Summon eigentlich. Das ist. Schauen wir mal. Wenn sich's ergibt, wäre super. Ja, wobei macht der Drill gegen. Macht natürlich gegen einen Erddrachen gar keinen Sinn. Und zack. Nochmal. Ihr seid schwer zu fangen. Aber irgendwie will ich die Drachen schon haben. Ach, verdammt. Gucken wir mal. Der bufft sich. Teddy findet das nicht toll. Kann es mal versuchen, aber erst. Upp. Wünschen wir ihm noch Bad Luck. Und. Machen eine schlechte Defense raus. Und gucken wir mal.
Wir haben es tatsächlich geschafft, einen Drachen zu fangen. Yes. Das ist der erste in der Sammlung, glaube ich. Die sind scheiße schwer zu kriegen. Ja, wobei einen Omega haben wir schon mal erwischt. Da ist diese Fledermaus. Und ich vorhin geredet habe, ne? Erinnert ihr euch? Der tote Pixel. Da haben wir graue Pixel und tote Pixel. War noch ein Drachen. Sehr schön. Die Kriegsmammuts haben wir leider nicht. Ne, doch, haben wir tatsächlich gekriegt. Ah. Ich hatte gerade im Kopf, wir hätten die nicht erwischt. Oh. Na, aber ist noch dann gut, wenn wir sie haben. Pup. Okay, weiter. Puzzle. Oh ne, wieder Leuchteplatten. Zwei Puzzleräume, sagt er, gibt es hier unten. Das sind die Powerstationen, die das ganze Tunnelsystem versorgen. Aha. Gemein. Hi. Och, Gott sei Dank, ein menschliches Gesicht. Ich war auch schon mal ein Abenteurer wie du, und aber dann habe ich es aufgegeben, um dieser Mine zu entkommen. Ich lande doch eh immer dort, wo ich angefangen habe. Das ist also jetzt mein Zuhause. Ich lebe von Kondensierwasser und dem Dreck hier an den Wänden. Und kacke da hinten in den Eimer. Ugh. Wow, wie lange bist du schon hier unten? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, es ist so seit 3 oder 4 Stunden. Dann jammer nicht rum. 3 oder 4 Stunden erst. Echt jetzt? Man soll da starten? Ist das euer Ernst? Okay. Hehehe. Das funktioniert nicht. Das funktioniert an der Stelle nicht. Moment. Aber ganz weglassen kann ich das da auch nicht. Das kann man so lösen. Ah. Ah, nein, nein, nein. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach. Ah, ich bin abgerutscht. Ich wollte dann eigentlich hier runter. Nein, 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 nein. Ah. Okay, die schickten einen automatisch da weiter. Das ist das Problem. Ha. Okay. Ich dachte, der bleibt da auf dem Boden stehen, aber tut er nicht. Der läuft da automatisch weiter. Okay, da muss ich umdenken. Aber es wird wahrscheinlich richtig sein. Und dann... Und dann landen wir hier. Und dann laufen wir hier außen rum. Und dann lassen wir uns hier rüber schubsen, genau. Aber dann landen wir wieder da. Und dann ist das ganze Puzzle kaputt. Nee, also wir dürfen wohl doch nicht da oben... Okay. Schwierig. Weil da ist überall auch so Seile, da kommen wir nicht vorbei. Vielleicht doch an einem anderen Puzzle anfangen. Es gibt nur 2, bei denen ich anfangen kann. Entweder dem hier unten links oder dem oben rechts.